Hallo allerseits und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mods. Es ist kaum zu glauben, aber wir sind bereits bei Episode 30 angekommen. Wir haben ja letztens mit Soundcraft begonnen und ich war inzwischen fleißig und zu meiner Überraschung ist es schneller gegangen als erwartet und habe etwas an Research betrieben. Hier seht ihr ein fertiges, bis jetzt die größte Research, die ich bis jetzt gemacht habe, Primal Errors, ich zeige euch das gleich. Damit man sieht, wie komplex das durchaus werden kann. Es gibt sicherlich bessere Wege, das zu lösen, aber ich bin halt einen relativ einfachen Weg gegangen, um ans Ziel zu kommen. Bing! Und fertig. Sehen wir mal, was ich bis jetzt erforscht habe. Primal Errors war hier. Und zwar habe ich mir gedacht, lasst uns mal den Bow of Bone testen. Es ist einfach nur ein Bogen mit Entropy. Und man kann anscheinend schneller mit ihm schießen. Ich wollte das Ding schon immer mal testen. Jetzt haben wir die Gelegenheit dazu. Primal Errors, mal sehen, was ich gerade erforscht habe. Ich kenne das Ding selbst noch nicht und es sieht zumindest ziemlich cool aus. Anscheinend kann ich Pfeile mit einem Aspekt quasi, einem Primal Aspekt, infusen oder wie man nennen will. Sehr cool. Also wenn ich mit Arrows ignorieren Rüstung, so wie der Stinger, den wir gebaut haben, den Rapier. Fire Arrows, schätze ich mal, werden Feuerschaden machen, jawohl. Also, wie das Feuer-Enchantment verursacht, dass die Gegner brennen. Wasserpfeile slowt die Gegner, sehr schön. Erde haben Knockback. Oder haben weniger Schaden, aber haben auch Armor Bypass. Also ignorieren Rüstung und schwächen den Gegner. Entropy macht auch weniger Schaden. Und er zeigt Withering. Sehr cool. Oh. Okay, aber Primal Arrows können nicht wieder aufgesammelt werden. Und funktionieren nicht direkt mit dem Infinity Enchantment, sondern es besteht eine 30%ige Chance, dass ein Pfeil verbraucht wird oder so. Dann, das nur nebenbei. Erstmal, was ich alles erforscht habe, was ich brauche. Ah ja, erstmal hier. Saumaturgy. Ich habe den Greatwood Wandcore erforscht und Gold und Copper Wandcaps, damit wir uns einen besseren Zauberstab bauen können. Und angefangen, Foki zu erforschen. Ein Fokus ist schlicht und einfach so ein Ding, das kann man auf seinen Zauberstab draufsetzen und dann kann man damit zaubern. Und zwar wollte ich den Fokus für Equal Trade haben. Und das Coole ist, er benötigt Ordo, Perdito und Terra. Und ich glaube, das sind genau die drei Elemente, die wir haben. Mal sehen. Ordo. Oh, wir haben kein Ordo. Schade. Erinnert euch, das Ding hier wird zum Craften benötigt. Dann sehen wir mal hier. Greatwood Wandcore benötigt Perdito. Copper benötigt Feuer und Ordo, Feuer und Ordo. Okay, wir können uns keine besseren Wandcaps bauen. Schade. Das heißt, wir müssen noch etwas mehr Arbeit reinstecken. Dann, ihr seht hier, meine Scribing Tools sind fast leer. Deswegen einfach mit einem Inksack wieder kombinieren und sie sind wieder aufgefüllt. Hier habe ich noch zwei Research Notes, Advanced Note Tapping. Also das ist Energie aus den Notes aussagen. Ist auch sehr wichtig, denn diese zwei Dinge hier muss man erforschen, damit man also erstens schneller die Nodes aussagen kann und zweitens, damit man nicht Gefahr läuft, dass das Node leergesagt wird. Und die Goggles of Revealing wollte ich machen. Jedoch haben wir hier noch einen unbekannten Aspekt. Und hier auch. Das heißt, wir benötigen noch ein paar, müssen noch einige Dinge scannen, damit wir das erreichen. Ich habe eine Vermutung, worum es sich bei diesem Aspekt handelt. Und zwar müssen wir dafür in den Nether. Das heißt, wir werden erstmal wieder in den Nether zurückkehren, aber ich will noch kurz ein paar Vorbereitungen treffen. Erstmal das Zeug hier alles weg, was wir nicht brauchen. Das hier, alles, was wir nicht verlieren wollen. Ja, den kann ich, na, lieber auch weg. So, das sollten wir auch nicht benötigen. Und zwar, wir hatten ja letztens das Problem, dass wir uns nicht nach Hause teleportieren konnten. Und ich hatte das Problem auch dann letztens im Nether und ich glaube, ich weiß warum. Und zwar vermute ich, dass der Teleporter nicht chunkloadet und ich demonstriere, oh, okay, das ist nicht normal.
Das kurz, no, eigentlich sollte da, ja, ah, okay, so, das wollte ich haben. Und ihr seht, das hier sind die Chunkgrenzen. Lässt sich auf F9 einstellen. Und wir müssen quasi dafür sorgen, dass dieser Chunk hier geladen bleibt, auch wenn wir ganz weit weg sind. Deswegen habe ich mir mal die, oh, na, ausschalten, so, jetzt. Deswegen habe ich mir mal angesehen, welche Chunkloader wir zur Verfügung haben. Zum Beispiel den normalen Chunkloader von Chicken Chunks. Na, Rezept. Benötigt einen Enchantment Table und Ender Perlen, also relativ teuer. Ja, aber dafür, dass er, was er macht, eigentlich nicht. Und es gibt die Personal Anchor und so weiter von Raycraft. Aber ich habe dann auch den Dimensional Anchor von Imibis gefunden. Das Ding benötigt nur einen Eisenblock und 4 Gold. Und ich habe in der Config nachgesehen, es benötigt keinen Treibstoff, denn diese Raycraft Anchors zum Beispiel benötigen normalerweise Enderperlen, um zu laufen. Und Treibstoff quasi für Chunkloading ist ausgestellt. Das heißt, wir haben hiermit eine sehr billige Alternative und wir werden diesen Anker einfach irgendwo hier in der Mitte platzieren. Uns ist eigentlich ziemlich egal wo, Hauptsache in diesem Chunk. Ich sage einfach mal hier. Und jetzt sollte ich hier Area erhöhen können. 5x5. Und so, ihr habt gesehen, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Jawohl, den wollte ich haben. Und zwar sind diese blauen Wände, bin ich mir nicht mehr sicher, was sie machen. Ich glaube, sie genau zeigen an, ob ein Chunk geladen ist oder nicht. Oder? Ja. Nein. Bin mir nicht ganz sicher, was die blauen Wände sind. Aber ihr seht jedenfalls, das Rote da oben bedeutet, dass dieser Chunk geladen ist. Und ihr seht auch hier unten, diese blaue Box ist der Chunkloader. Sieht man durch Wände durch. Das heißt, wir haben jetzt diesen kompletten, dieser komplette Bereich hier, wo dieses rote Dings darüber ist, wird jetzt, ah, nein, das sollte ja, sieht interessant aus. Keine Ahnung, was das letzte da war. Aber dieser rote Bereich hier jedenfalls, der unsere komplette Basis abdeckt, wird immer gehalten bleiben. Wenn wir in den Nether gehen, wird unsere Basis trotzdem weiterlaufen und so weiter. Das heißt, wir können uns jetzt sicher sein, dass wir jederzeit nach Hause teleportieren können, egal wo und in welcher wo auf der Welt wir uns befinden und in welcher Dimension. Dann wollen wir mal ab in den Nether. Wir müssen nicht zwingend in den Nether, aber es ist die einfachste Art Weise, denn wir wollen Wisps finden. Und die spawnen im Nether. Relativ häufig, sag ich mal. Ich habe auch den Digital Miner hier verfrachtet und ihr seht, oh, er hat anscheinend fertig gemeint, Mann. Ja, er darf ruhig weiter meinen. Damit er noch mehr Zeug für mich meint. Dann wollen wir mal erstmal hier raus. Hopp. Das ist wahrscheinlich ohne Strom. Oh, schade. Man kann den Atomic Disassembler nicht mehr als Batterie verwenden. Vor dem Update ging das ja. Und dann machen wir uns mal auf und suchen Wisps. Das sind einfach nur so rumfliegende, weiße, helle Kugeln. Ha! Gefunden! Da haben wir zwei. Das sind Wisps. Am einfachsten, man schnappt sich ein starkes Schwert. Und ein Jetpack und versucht sie zu erledigen. Vorsicht, die Dinger schießen Blitze nach einem. Dann schauen, dass man schnell rankommt und... Oh. Okay, das geht nicht so einfach, aber... Ha! Erwischt! Au, oh, hier ist noch irgendwas. Ich höre eine Biene. Ah, verdammt. Panik, Teleport. Geflohen. Jetzt wissen wir garantiert, dass das Zeug funktioniert. Denn wir haben den Teleporter ja gechunkloadet. Jetzt müssen wir uns eben wieder zurück nach Hause teleportieren. Aber das war mir momentan einfach etwas zu knapp. Downloading Terrain. So, da sind wir. Ihr seht, wir haben es kaum überlebt. Und aus irgendeinem Grund verwandelt mich Morph schon wieder in die... direkt in die... Hopp, was war das? Ein Lag. Schnell etwas heilen. Mal sehen, jawohl, wir haben es bekommen. Eine Ethereal Essence. Oh nein, Blödsinn. Ah, doch, perfekt. Aurum
Nämlich gibt es eine, gibt es einen Aspekt, der mit Aura und so weiter zu tun hat. Hier, den man normalerweise nur von Wisps und so weiter bekommt. Bei Kant ja plus R wäre die einfachere Methode gewesen, um ihn zu bekommen. Und ich denke, genau das ist normalerweise, was für alle Node Research und so weiter benötigt wird. Und vermutlich auch für die Goggles of Revealing. Sehen wir nach, ob ich recht hatte. Jawohl. Aurum und hier. Auch. Perfekt. Dann mache ich eben die Research hier. So. Das war Nummer 1. Advanced Node Tapping. Gleich mal wieder. Hopp. Nehmen. Und was bringt uns das Ganze? Usually bla bla bla, quite slow. Das heißt, man kann jetzt doppelt so schnell Nodes aussagen. Ah, hier ist das, was wir brauchen. Node Preserver. Das ist die Research, also Node Preserver ist die Research, die man benötigt, dass man nicht mehr Gefahr läuft, einen Node komplett zu leeren, solange, und das ist ja der wichtige Punkt, solange man nicht einen Iron Capped Wood Wand nimmt, also einen besseren als den Anfangszauberstab muss man verwenden. Wir können ja momentan noch keine besseren bauen, aber trotzdem, wir werden das dann nachholen und wir brauchen, also diese Research ist einfach wichtig. Solltet ihr auf jeden Fall möglichst schnell bekommen. Es spart euch viel Arbeit. So, und das waren die Goggles of Revealing. Die Dinger sind extremst genial. Ihr erinnert euch ja, wenn man mit diesem Saumameter durch die Gegend schaut, sieht man Aura-Nodes. Die Goggles of Revealing machen dasselbe, nur als Helm. Und man sieht auch später auf den ganzen Saumcraft-Maschinen und so weiter viel mehr Informationen, die man benötigt. Also ohne kann man fast nicht mit Saumcraft arbeiten. Und gleich zum nächsten. Node Preserver. So, und auch die hier ist ab. Die Research ist abgeschlossen. Node Preserver. Und das Ganze bringt, wie gesagt, ja, wir haben es. You now have control over the amount of video drop in the node. You will always leave at least one with of each aspect in the node. Das heißt, es wird immer mindestens eins überbleiben und sie verschwinden nicht. Hier steht die Warnung. Funktioniert nicht immer, wenn man einen normalen Holz- und Eisen-Zauberstab verwendet. Dann, Node in a Jar ist auch eine sehr tolle Research, denn die ermöglicht es einem, diese Aura-Nodes quasi einzupacken und woanders hin mitzunehmen, benötigt aber, soweit ich weiß, ziemlich viel also man benötigt einen sehr guten Zauberstab dafür. Und Meister-Node-Tapping werden wir jetzt noch schnell erforschen, damit wir auch schneller aussagen können. Und das war's auch schon wieder. Master Node Tapping. Ich muss sagen, die Research funktioniert wesentlich schneller, als ich befürchtet hatte. Könnte aber auch daran liegen, dass ich die meisten Zusammensetzungen auch schon halbwegs kenne. You have been, bla bla bla, dreimal so schnell wie Aussagen. Perfekt. Na dann ist alles, was uns jetzt noch fehlt, die restlichen V-Sorten, also Feuer und Ordo. Das heißt, wir werden uns erstmal aufmachen. Und in der Gegend und die Gegend nach mehr Aura-Nodes absuchen. Am besten mal da drüben. Ein Tipp übrigens noch, man kann auch in der Nacht Aura-Nodes suchen, denn sie leuchten normalerweise. Ich glaube, irgendwo hier überm Wasser eins gesehen zu haben letztens. Mal sehen, ob ich es gleich finde vielleicht. Irgendwo hier. Ah, da. Nein, das war der Tintenfisch. Nein, na gut. Ich melde mich, sobald ich Aura-Nodes, die wir brauchen können, gefunden habe. Ich habe es leider nicht geschafft, am Tag noch eins zu finden und bin nochmal kurz nach Hause zurückgekehrt. Und ihr seht jetzt hier ist es etwas heller als in der Umgebung. Wenn wir jetzt unser Thermometer nehmen, sehen wir, hier ist tatsächlich ein Aura-Node. Man sieht es kaum ohne Thermometer, aber. Oh. Ah ja, und dieses Geräusch ist mein Jetpack, wenn ich den Modus umstelle. Und wir haben hier leider nichts Neues. Nein, Terra, Aqua und das letzte habe ich jetzt vergessen. Haben wir leider alles schon. Bringt uns nicht viel. Aber wir können hier jetzt einfach noch weiter über die Steppe fliegen und hoffen, dass wir vielleicht noch das ein oder andere Aura-Node finden. Mal sehen. Vielleicht haben wir Glück. Eigentlich sollte nicht. Sie sind zwar nicht unbedingt häufig, aber allzu selten sind sie auch wieder nicht. Hier irgendwo vielleicht. Habe ich mich gerade getäuscht? Ja, habe ich. Ich fliege mal Richtung Norden, dort wo unsere Silverwood-Bäume waren.
und schaue, dass ich am Weg so viele von den Aura Nodes wie möglich mitnehme. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und ich habe noch zwei nette Typen gefunden. Mal sehen. Sehen die nicht nett aus? Die wollen mir sicher ihre Enderperlen geben. Kommt her, ihr Lieben. Oha, 15 Schaden. Perfekt. Ich liebe dieses Schwert jetzt schon. Au, das ist. Oh, so viel Schaden. Und tot. Drei Schläge für einen Enderman. Leider sehe ich jetzt nirgendwo Enderperlen. Das ist leider, leider nicht so nett. Eigentlich hatte ich Looting 1 drauf. Und von zwei Endermännern keine einzige Enderperle. Wow. Ich glaube, so viel Pech hatte ich auch schon lange nicht mehr. So, da sind wir wieder. Wieder bei unserem kleinen Silverwood Tree angekommen. Und seht mal. Tada! Ein Aura Node direkt daneben. Gleich mal sehen, was es hat. Ah, was ist das? Oh, das hatten wir sogar schon. Okay. Seltsam, ich habe bis hierher kein einziges Auranaut gefunden, aber immerhin sind wir jetzt hier. Ich habe hier diese Force Smiths mitgenommen, die sind von Darkcraft und die habe ich im Dschungeltempel gefunden. Und zwar haben Force Smiths, oh, hoppla, ungefähr dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit von Silverwood-Bäumen Säpplinge zu bekommen, als herkömmliche Tools. Oh, ho, ho. Seht mal. Ein Pack. Die Typen sind, wie gesagt. Oh, Spinne, Spinne, Spinne. Irgendwo ist eine kleine Spinne. Weg mit der. Ah, fliegen wir mal kurz. Die Dinger, die Typen sind, wie gesagt, mal also harmlos. Und wir werden ihn uns gleich mit nach Hause nehmen, sobald hier Blindheit aufhört. Wow, dauert ziemlich lange, wenn wir ihn noch finden. Wohin ist er geflüchtet? Wo ist mein kleiner Päckchen verschwunden? Pack. Seht ihr irgendwo? Hm. Er war doch irgendwo direkt hier. Unter uns war die Spinne. Beide spurlos verschwunden. Herrlich. Egal. Zurück zum Silverwood abbauen. Mal sehen. Ich habe Scheren keine dabei, aber kann ich Silver Shimmerleaf? Nein. Wenn man Shimmerleaf ohne Schere abbaut, erhält man Quicksilber. Das ist relativ nutzlos, denn man kann hoppla, Quicksilber auch einfach aus Cinnabar-Erz, indem man es schmelzt, bekommen. Das ist der normale Weg dafür. Shimmerleaf ist ziemlich wertvoll im Kampf gegen Taint, also genau dafür, wofür wir es mehr brauchen. Deswegen sollten wir etwas vorsichtig sein und mit einer Schere noch einmal hierher kommen. Ich glaube, ich habe hier keine Schere drin, oder? Nein. Sieht nichts auf. Es wird wieder Tag. Ah, und da ist der Pech. Ich habe ihn genau gesehen. Sieht man fast nicht, weil hier der Rucksack ist. Aber. Oh. Ich kann den Pech nicht einfangen. Das ist gemein. Kann ich sonst etwas mit ihm anfangen? Ich glaube nicht. Wenn ich ihn schlage, sollte er aggressiv werden. Jawohl. Aber vielleicht droppt er mir ein paar nette Items. Nope. Leider nichts gedroppt. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass mein Looting Enchantment nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Denn eigentlich sollten wir viel tollere Items bekommen. Ich habe nachher auch noch auf meiner Reise noch einen Enderman gefunden und selbst der hat mir keine Enderperlen gedroppt. Das ist mir bis jetzt mit Looting Enchantment eigentlich noch nie passiert. Und ihr habt es ja auch in einer anderen Episode selbst gesehen, dass man eigentlich mit Looting fast immer ein bis zwei Enderperlen bekommt. Sicher, es ist nur Looting 1 und es gibt Looting 3. Aber trotzdem. Macht mich traurig. So. Oh, Elfenblätter haben wir auch noch gar nicht gesehen. Dann sehen wir mal, ist hier irgendwo ein Aura-Node? Nein. Hier drin irgendwo. Ha, da haben wir eins. Seht ihr, erinnert euch, ich habe ja gesagt, in Silverwood-Bäumen gibt es manchmal Aura-Nodes. Und hopp. Ich mit. Jawohl! Drei! Wow! Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit aus einem so einem Blatt ist selbst mit diesen Falsmiths 1% oder so. Und wir haben so eben 3 auf einmal bekommen. Wow. Also normalerweise bekommt man aus so einem riesen Baum wie dem hier wahrscheinlich 2 Setzlinge, wenn man Glück hat. Oder vielleicht auch 3. Wir haben jetzt 11. Wow. Verrückt. Einerseits gut für uns, andererseits denke ich mir wieder, ja,
Dartcraft ist zwar ein an sich recht praktischer Mod, aber schon auch etwas, wie soll man sagen, macht die Balance mancher Mods etwas seltsam. Allein schon, dass man mit den Scheren Leder bekommen kann, ist schon etwas seltsam. Aber, ihr habt ja gesehen, sehr... Oh, verdammt. Das war das Auranote, das ich euch eigentlich zeigen wollte. Vor lauter Reden nicht dran gedacht. Und ja, ihr habt gerade gesehen, wenn man Auranotes zerstört, bekommt man auch diese Essenzen, wie von den Wisps. Aber sollte man normalerweise nicht tun. Eigentlich wollte ich das Auranote scannen und euch zeigen. Naja, kann man auch nichts machen. Dann, ich sehe hier auch nirgendwo Shimmerleaf in der Gegend. Wahrscheinlich, weil einfach nicht genug Erde war. Denn wie gesagt, überall, wo so ein Silverwood-Baum wächst, wächst rundherum immer Shimmerleaf. Wenn man selber die Shimmerleaf anpflanzt, dann, Shimmerleaf sag ich, den Sapling, den hier, dann erhält man immer einige Shimmerleaf, wenn er wächst. Hier seht ihr ein Obsidian-Totem von Tomcraft. Diese Dinger haben immer, immer irgendetwas Böses in sich. In dem Fall seht ihr, hier ist ein Auranote und Obsidian-Teil, nein, ah ja. Das ist ein sinister Auranote. Wenn man in der Nacht in der Nähe ist, kann es, oder passiert es normalerweise, dass ein ziemlich starker Zombie da spawnt. Und deswegen sollte man ihnen vor allem nachts unbedingt fernbleiben. Kastrieren wir eben noch diesen Baum hier um seine Blätter. Nein, seht ihr? Hier haben wir keine. Kein einziges, Ah doch, hier ist ein Setzling. Und ein Quicksilver noch. Mist, hatte ich vorher übersehen. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Wieder ein Shimmerleaf verloren. Aber erstmal genug. Hopp, halt. Silverwood ist auch dementsprechend selten und dementsprechend gut. Wird für ein paar sehr wichtige Items in Saumkraft benötigt. Und man kann auch den normalen Saumkraft stärksten Zauberstab daraus bauen. Da unten sehe ich gerade noch ein Obsidian-Teil. Das nehmen wir auch gleich mit. Mal sehen. Hopp. Was haben wir hier? Jawohl, noch ein Auranote. Sinister. Mit Luft und Tenebral. Ihr seht, es gibt auch einige Nodes, die nicht nur die Primal-Aspekte haben. Man benötigt allerdings eine besondere Maschine, damit man diese anzapfen kann. Das geht normalerweise mit dem Zauberstab nicht. Hier war Feuer drin, genau. Kann ich dieses Auranote aussagen? Jawohl, perfekt. Ihr seht, wir haben damit Feuer. Damit fehlt uns nur noch Ordo. Ist hier irgendwo... Oh, hier ist noch ein Teil. Drei Obsidian-Teils in dieser kleinen Umgebung hier. Vielleicht haben wir Glück und es ist Ordo drauf. Nein, kein Ordo. Schade. Ach ja, und diese Auranotes regenerieren auch langsam wieder ihre, ihre Aspekte, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Na gut, ich sehe hier momentan in der Gegend keine Auranotes mehr. Vielleicht über dem Wasser noch irgendwo. Und ja, ignoriert diesen Chunk-Loading-Fehler da. Und wenn ihr sowas habt, einfach ein- und ausloggen und das Ganze ist wieder weg und normal. Aber ich möchte jetzt wirklich Ordo haben. Ich mache mich mal auf die Suche und sehe zu, dass ich nicht sterbe. Und melde mich, sobald wir endlich unseren letzten Aspekt gefunden haben. Tada! Ich habe ein Auranote mit Ordo gefunden. Kann ich aussagen. Und wir haben... Verdammt. Puh, Glück gehabt, es ist noch da. Aber ganz vergessen, es war nicht genug Ordo drin und wir hätten jetzt fast das Ordo leer gesagt, dann wäre es verschwunden, weil wir so einen schlechten Zauberstab haben. Was man auch machen sollte, ist sich alle Auranotes, die man findet, vor allem die wichtigen, einen Marker setzen. Das habe ich leider anfangs eher weniger gemacht. So, lassen wir kurz die Welt laden und gehen ins Bett, damit dieser nervige Regen verschwindet. Und dann können wir sofort loslegen, denn wir haben jetzt genug, um uns erstmal die Goggles of Revealing zu bauen. Dazu benötigen wir erstmal, ich weiß es nicht mehr genau, wir benötigen das hier und das hier und zwei Shards, nehmen wir die hier. Oh ja, und ich habe Hemp gefunden, damit wir wieder grüne Farbe herstellen können. Ich muss nur noch herausfinden, wie man, wie man Hemp vermehren kann. Also, als erstes benötigen wir ein
zweites Thermometer, das kennt ihr ja bereits. Und nachdem wir das gemacht haben, scannen wir es erstmal. Sehr gut. Dann, wo ist unser Thermometer? Goggles of Revealing. Benötigt, ihr seht, 5 von jeder, 5 von den 4 und 3 Perdite und Oro. 2 Thermometer, etwas Leder und etwas Gold. Und das Ganze muss in deinem Akalen Worktable gebaut werden. Ah, ja, ich wollte hier demonstrieren. Jetzt, wo wir fast 25 von allem hier drin haben, können wir auch das wie ich verwenden, um damit zu craften. Goggles of Revealing. Und eigentlich müssen wir uns noch einen zweiten, dritter, ha, perfekt. Goggles of Revealing. Ein drittes Thermometer bauen, denn jetzt können wir ja keine Sachen mehr scannen. Unsere Thermometer sind ja hier verbaut. Aber, wenn ich das jetzt aufsetze, kann ich, wo ist das? Irgendwo nach da vorne, seht ihr schon von weiter Ferne, die ganzen Aura-Notes und alles auch so sind. Es, glaubt mir, es ist extremst viel einfacher, Aura-Notes zu suchen, wenn man erstmal die Goggles of Revealing hat. Es ist so ziemlich einer der schwersten Teile von Thermcraft, dass man am Anfang erstmal, an die Goggles of Revealing, also erstmal alle Aspekte, also ein Aura-Note, ich verplapper mich schon die ganze Zeit, dass man erstmal ein Aura-Note, genug Aura-Notes findet, dass man jeden Aspekt im Zauberstab hat. So. Ich platziere hier unsere Silberwood-Bäume. Und wie auch der Greatwood-Tree können die nicht mit Bone Meal beschleunigt werden. Es gibt zwar eine Thermcraft-Sache dafür, aber das benötigt etwas mehr Arbeit, dass wir da rankommen. Und dann wollen wir gleich mal weitersehen. Was wollte ich bauen? Ich wollte diesen Wandfokus bauen. Den hier. Benötigt Quicksilver. Haben wir jetzt ja sogar von dem Shimmerleaves. Entropy-Shards, Order-Shards und Nether-Quartz. Sollten wir alles haben. Lasst mich nur eben mein Inventar aufräumen, damit wir auch genug Platz dafür im Inventar haben. So, dann legen wir los. Wie war das nochmal? In der Mitte war ein Quicksilver. Rundherum war hier Netherquartz. Eine Seite Order, die andere Entropy. Mal sehen, ob wir es richtig erwischt haben. Jawohl. Zauberstab und Wandfokus Equal Trade. Wenn wir schon dabei sind, möchte ich auch gleich beginnen, Greatwood Rock Lock, einen besseren Zauberstab zu bauen. Wir nehmen einfach Gold. Oder nehmen wir Gold. Lass mich mal kurz nachsehen. Gold Vine Caps. No penalty when used to channel V. Okay, das heißt, er hat eine 100%ige V-Ding. Und die Dinger hier. But is efficient when gold when order petito. Okay, das heißt, Gold ist generell besser, denn, Moment, ich glaube, ich habe sogar noch einen Nugget. Jawohl. Denn ihr seht ja, unser Ding hier hat 110 V-Cost. Wir haben jetzt nur um 5% weniger, weil unsere Goggles of Revealing 5% V-Discount geben. Wenn wir jetzt die, muss ich wohl im Arcane Table machen. Wenn ich jetzt die, wir haben nicht mehr genug Ordo, verdammt. So ein Mist. Ja, deswegen wollte ich einen besseren bauen. Na egal. Dann demonstriere ich einfach kurz den Mount Focus of Equal Trade. Und das nächste Mal haben wir dann sicher genug Ordo. Oder werde ich bis zum nächsten Mal aussuchen. Und zwar, Zauberstab in die Hand nehmen und F drücken. Öffnet ein Menü. Hier sieht man alle Foki, die man hat. Und wir wählen jetzt den hier aus. Und ihr seht jetzt, auf dem Zauberstab ist ein Dingsbums erschienen. Das ist der One Focus für Equal Trade. Und was tut das Ganze? Lasst es mich demonstrieren. Wir nehmen etwas Cobblestone. Und platzieren es hier. Nehmen den Zauberstab und machen Shift-Rechtsklick auf den Cobblestone. Ihr seht jetzt links oben in der Ecke, steht jetzt 3 Cobblestone. Das ist, weil ich 3 Cobblestone im Inventar habe. Und der Equal Trade Zauberstab ist jetzt auf Cobblestone eingestellt. Außerdem, wenn ich Shift sehe, seht ihr in Zahlen, wie viel im Zauberstab sind. Und ihr seht außen 0,07 bei Ordo und Perdito. Das heißt, wenn ich den Zauberstab jetzt, also diesen Wandfokus verwende, benötigt er 0,07 Perdito und Ordo aus dem Zauberstab pro Anwendung.
Das Tolle, was dieser Zauberstab kann, ist, man linksklickt einfach irgendwo auf einen Block und tada, der Block wird ersetzt durch den Block, auf den der Zauberstab eingestellt ist. Das Gute ist, das funktioniert nicht nur mit einem einzelnen Ding, sondern wenn man rechtsklickt, auch in einem Flächenbereich. Ich habe jetzt nur 4 Cobblestone gehabt, deswegen hat er das Ganze auch nur 4-mal gemacht. Man benötigt das Material dafür im Inventar. Und mal sehen, ob wir genug haben, um das wieder zurück zu verwandeln. Jawohl. Ganz wieder zurück. Ich kann das Ganze jetzt nicht mehr demonstrieren, weil wir dazu mehr Perdite und Ordo im Zauberstab benötigten. Aber das ist zumindest schon mal eines der Items, die ich unbedingt haben wollte. Das zweite, was ich unbedingt haben wollte, ist gegen Taint. Also erstmal Wand of Equal Trade. Ich werde dann, sobald ich genug Order habe, die Wandcaps nachbauen. Und der Wand of Equal Trade ist nämlich genial, denn zum Beispiel diese Wand hier. Wenn ich sie durch Bricks ersetzen will, müsste ich ja alles abbauen und die ganzen Bricks neu hinsetzen. Nein, einfach Equal Trade, ein paar Mal klicken und die ganze Wand ist statt Cobblestone in the Side Bricks. Genauso hier im Keller. Wir werden hier den Keller dann einfach schön machen, indem wir hier ein paar Mal rechts klicken und das ganze Zeug wird durch schöne Steine ersetzt. Es, also Equal Trade, sehr nützlich, wenn man Blöcke austauschen will, vor allem in größeren Mengen. Man kann die Wandfokusse auch verzaubern. Und es gibt dann einen, wie heißt das nochmal, eine Verzauberung, die macht, dass er einen größeren Bereich beeinflusst. Aber uns reicht das vorerst so. Ich baue mir noch einen Zaubermeter und wir machen uns auf Richtung Taint. Denn ich glaube, ich habe noch nicht den Aspekt für Taint bekommen, den wir aber unbedingt brauchen, um Taint zu bekämpfen. Sehen wir uns kurz an, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht, es sieht schon etwas schlimmer aus. Die Farbe ist schon etwas dunkel geworden, es hat sich etwas mehr ausgebreitet und es bildet sich immer mehr von diesem Fibrous Taint Zeugs hier, was schlecht ist. Kann ich es scannen? Jawohl, wir haben Vitium entdeckt. Und ihr seht rechts unten, you have discovered a clue to new research. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Eintrag hier drin irgendwo. Mal sehen. Das? Nein. Hier? Nein, requires research. Das Ding wollte ich eigentlich haben. Na, mal sehen. Irgendwo sollten wir jetzt trotzdem einen neuen Eintrag erhalten haben. Hier vielleicht? Nein. Naja, mal sehen. Vielleicht war es eh dieses, ich glaube es war sogar der Ethereal Bloom hier, aber uns fehlt noch einige Research dafür. Ich werde einfach mal beginnen, noch mehr Research zu betreiben, damit wir alles erforschen können, was wir brauchen. Und ich denke, wir sind auch schon wieder so ziemlich am Ende dieser Episode angekommen. Noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Oh ja, und meine Chocobos büchsen immer noch aus. Ich habe den Zaun schon erhöht. Und ihr seht, irgendwie haben wir es geschafft, dass wir nur noch männliche Chocobos über haben. Alle unsere weiblichen sind ausgebüxt und ich habe sie bis jetzt nicht wieder gefunden. Leider. Aber uns kommen sicher wieder welche unter. Dann, was ich noch wollte, Hemp. Einfach ins Crafting Grid ergibt Hanf-Samen. So können wir also unseren Hemp vermehren. Und ich vermute, ich kann das jetzt einfach irgendwo in der Gegend platzieren. Und ich hoffe mal, dass das Ganze von selbst höher wächst. Eigentlich. Ich platziere es einfach mal am Wasser. Kann nicht schaden. Vielleicht wächst es ja. Wir werden es sehen. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal.